Im Himmel über dem Pilzpalast. Dies ist das Ende für dich. Zeit für meine Hochzeit mit Peach. Bist du etwa eifersüchtig, Mario? Buah. Ja, Leute, und willkommen zu Let's Play Super Mario Odyssey. Ja, endlich geht's los. Marios großes neues Abenteuer. Ja, lange haben wir drauf gewartet. Und jetzt ist es endlich da. Ja. Okay, ja. Mario kann halt seine typischen Moves. Ja, er kann halt den Weitsprung, er kann den Rückwärtssalto, er kann die Stampfattacke, er kann nun auch rollen. Ja, kann springen ganz normal. Er kann Doppelsprung, ich glaube. Er kann Dreifachsprung und ja. Keine Ahnung. Ah ja, stimmt, er kann hier noch den. Ja, und er kann hier noch dem Hechtsprung. Ja, man kann ja noch irgendwas ohne Kirby, keine Ahnung. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall los. Ich weiß nicht, warum, aber von hier hinten sieht das schon verpixelt aus, dort hinten. Vielleicht liegt es aber auch an meinem Fernseher. Will ich ja nicht ausschließen, ne? Cappy, komm. Wer bist du denn? Bist du einer von denen? Einer von wem? Einer von denen. Hallo Cappy. Cappy, warum bist du jetzt auf der komplett anderen Seite als vorhin, ne? Tut mir leid, dass ich abgehört bin. Ich bin etwas schreckhaft und ich kann mich von einer Seite zur anderen teleportieren. Ne? Ist ganz normal. Ich habe gesehen, was vorhin passiert ist. Alles gut bei dir? Ja. Ich habe zwar nur meine Rippen, die ganz gebrochen sind und so, aber ansonsten geht's mir gut, ne? Ich bin ja auch nur Mario. Das Schlimmste ist aber, dass es meine kleine Schwester entführt hat. Ja, Bowser, vielen Dank. Du bist mal wieder so ein Held, ne? Ich wollte eigentlich ein Schiff klar machen, um diesen Ungeheuer hinterher zu jagen. Ja.
Aber unsere Flotte wurde während des Angriffs vernichtet. Ich meine, wir sollten im Nachbarland noch ein Schiff finden. Von der Spitze des Hutturms komme ich da bestimmt hin. Aber die Schergen des Ungeheuers versperren den Weg. Wir kämpfen für dieselbe Sache nicht. Wir sollten uns zusammentun. Mal sehen, ob wir Tiara und Peach aus der Klemmere helfen können. Ja. Ja, Leute, meine, die Schwester von Cappy heißt Tiara. Falls ihr es wissen wollt. Nicht so dein Stil? Wie wär's hiermit? Jo, der gute alte Cappy. Ein Lieblingsbro. Cappy ist jetzt dein Begleiter. Ne, wirklich, hätte ich nicht gedacht. Warte. Da hinten waren doch Frösche, oder? Oder sind die jetzt weg? Da hinten waren noch Frösche. Ich will die kapern. Kapern mit C vor allen Dingen. Nein? Okay, dann halt nicht, liebes Spiel. Ja, Leute. Ja, Mario kann die Mütze auch noch. Endlich halt noch nicht. Ich glaube, wenn man den Controller ruckartig bewegt, das sieht auch noch irgendwas, ne? Okay. Ne, weil die Cutscene vom Anfang hat auch sehr im Controller so ein Vibrieren gemacht. Ja. Kann man nicht irgendwie auch noch so ein Drehdings machen? Ja. Den Block kann man entweder mit der Stampfattacke wegmachen oder mit Cappy. Ja. Jo, die geilen Münzen. Die hol ich mir natürlich. Das wird sicher ein cooles Let's Play. Ah ja, stimmt, Mario kann auch auf Cappy springen und das wäre jetzt fast mein Tod gewesen. What the... Mhm. Ja, hol das Geld, Mario. Du bist ja kein YouTube-Partner mehr, du brauchst alles an Geld, was du holen kannst. Brauchst du. Man kann doch das Ding auch noch im Drehen werfen, ne? Ja. Ja. Dann hätten wir schon mal die Moves von Mario. Durch. Ja. So. Ja, Alter, habe ich mich jetzt erstmal, warum sind diese Gumbas, bitteschön, orange? Zweitens habe ich... Jo, erstmal das Leben zurückgeholt. Ja, da ich mich vom ersten Gegner des Spiels treffen lasse, ist schon peinlich, ne? Ja. So kann man ja ganz geil diese Münzblöcke aktivieren. Jo. So.
dort den Block auch. So. Also hier sind wir jetzt die größte Neuerung in dem Spiel. Und zwar das Kapern von Gegnern. Obwohl der Frosch jetzt kein Gegner ist, sondern ein netter Geselle. Gut, aber der Frosch gibt uns geile Fähigkeiten. Ne? Bei magisch diese Sequenz. Die hat man schon im Trailer gesehen. Und da oben sieht man ja schon Secret, ne? Du hast einen Frosch gekapert mit C. So. Ja. Stampfattacke oder so geht. Stampfattacke vor allen Dingen. Die Stampfattacke geht nicht mit dem Frosch. Aber er kann ziemlich hoch springen. Man kann mit ihm sprinten. Und Knuckles. Ja, Knuckles darf natürlich auch in Odyssey nicht verschont bleiben, ne? Tschüss, Gumbas, ihr seid eh dumm wie Brot. Wohl, das wäre ja schon was Gutes für dir. Ja, mit dem Frosch kann man halt sehr hoch hüpfen. So, ich kann ja. Oh, da ist sogar ein Herz. Nebenbei, wenn man sowas ja auffängt halt.